So, hallo, ich begrüße euch zu der Create a Sim Demo. Ich bin froh, dass ich zu den wenigen gehören darf, die diese testen dürfen. Ich habe sie vor ein paar Tagen bekommen und ich wollte erstmal so ein kleines bisschen austesten. Und heute möchte ich euch so ein kleines bisschen davon zeigen und euch da so ein bisschen durchführen. Ich zeige euch natürlich nicht alles, weil viele bekommen die Demo ja auch in den nächsten Tagen und Wochen und ich möchte euch da jetzt nicht die ganze Spannung drauf verderben und euch gleich alles zeigen. Aber ich möchte heute mit euch einen Sim erstellen und zwar habe ich hier schon den Namen eingegeben, die Ulla Birne. Wenn ich euch jetzt erkläre, was es mit diesem Namen auf sich hat, dann sitzen wir noch bis morgen hier. Kurzfassung, vor 11 Jahren habe ich angefangen Sims zu spielen und das war der erste Sim, den ich erstellt habe. Jetzt natürlich nicht diesen, ich mache gleich weiter natürlich, aber halt dieser Name und das hat halt so eine kleine Tradition. Ich habe damit mit Sims 2 und Sims 3 weitergemacht und das war halt immer mein erster Sim, den ich dann ins Spiel gebracht habe. So, aber jetzt fangen wir mal an. Ihr merkt, die Musik ändert sich auch sofort, wenn wir hier ins Detail gehen. Wenn wir jetzt in den Detailmodus gehen oder wenn wir jetzt gleich an den Körper gehen, da ändert sich immer die Musik in verschiedenen Abschnitten. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Ich grüße übrigens die liebe Ella the Bee. Ich glaube, sie schaut mir jetzt auch zu und sie hat mir nämlich verraten, dass sie auch so ein kleines bisschen ein Sims-Addict ist. Und das hat mich sehr gefreut und ja, begrüßt sie alle in den Kommentaren, wenn ihr möchtet. Fangen wir jetzt mal an. Also, meine Ulla Birne ist blond. Nee, dieses Blond ist besser. Dann ändere ich erstmal die Augenbrauen, weil ich finde, das sieht immer furchtbar aus, wenn das so helle Augenbrauen sind. Das sieht schrecklich aus. So dunkel ist auch nicht gut. So, ist in Ordnung. So, dann würde ich sagen, suchen wir erstmal eine Frisur aus und da gibt es wirklich schon eine Menge Auswahl. Aber ne, ihr müsst verstehen, es ist erst eine Demo, es ist noch nicht alles drin, aber dafür, dass es eine Demo ist, finde ich, haben sie schon ganz schön viel reingepackt. Also es sind schon einige Frisuren, die hier zur Auswahl stehen. Aber die Ulla hat, was hat sie denn für eine Frisur? Was nehmen wir denn? Das sieht ganz hübsch aus. Ich glaube, die nehmen wir für sie. Dann machen wir mal weiter. Und zwar im Gesicht. Und dann gehen wir mal aufs Gesicht. Aufs Gesicht, habe ich gesagt. So. Und dann können wir uns hier verschiedene Formen aussuchen. Es gibt verschiedene Knochenstrukturen. Halt, aus welchem Land euer Sims kommt. Sims kommt ein Sim. Singular. So. Was haben wir denn für sie? Ich glaube, das hier oben passt ganz gut. Das ist ein etwas feineres Gesicht. Das kommt der Ulla sehr, sehr nah. Wir könnten sie auch grün machen oder blau. Aber ich glaube, ich gehe mit einem normalen Hautton. Und ja, jetzt haben sich die Augenbrauen schon wieder verändert. Was soll das? Was hatte ich? Das hier hatte ich. So, dann gehen wir erstmal in ihre Äuglein. Ne, da haben wir auch ganz viele vorgefertigte Formen. Aber ich gehe für die Augen direkt in den Detailmodus. Und da wird die Musik auch schon wieder ruhiger. Und da kann man wirklich richtig ins Detail gehen. Man kann die Pupillen kleiner machen und größer machen. Ich mache hier mal so ja, Durchschnittspupillen. Und ja, jetzt geht der Spaß los. Also es ist am Anfang schon ein kleines bisschen kniffelig, diese ganzen Detailfeinheiten zu machen mit der Maus. Also ihr braucht schon eine relativ gute Maus, die halt einen guten Grip hat, glaube ich, heißt das, damit ihr da richtig gut arbeiten könnt. Und dann können wir die Augen halt so ein bisschen auseinanderziehen, den Augeninnenwinkel verstellen. Dann gehen wir mal ein bisschen raus. Also je mehr man rausgeht oder reingeht in den Detailmodus, desto mehr kann man verändern. Ihr könnt auch, wenn ihr den Sim... Nein. Gehen wir wieder ran. So. Wenn ihr den Sim dreht, könnt ihr auch Einstellungen machen. Ihr könnt den Augapfel nach innen... Augapfel, das hört sich jetzt richtig fies an. Nach innen oder halt nach außen. Das ist halt so leichte Glubschäuglein sind. Und... Die dann auch so ein bisschen nach oben und nach unten ziehen.
besser. So, ja, das gefällt mir. Halten wir uns nicht länger mit den Augen auf. Ich glaube, so sind die schon, ja, so sind die schon ganz gut. Dann haben wir hier die Nase. Die können wir auch verstehen. Dann können wir hier ein Stupsnäschen machen oder ja, so ein normales Näschen machen wir halt. Na, dann können wir auch wieder ins Detail gehen und den Nasenrücken ein bisschen breiter machen, schmaler. Also ihr seht, es ist so ein himmelweiter Unterschied. Ich habe, als ich die Cast-Demo angefangen habe zu spielen, habe ich mal zum Vergleich die Sims 3, den Sims 3 Creative-Sim-Modus aufgemacht und das ist wirklich, als ob man in die Steinzeit zurückkehrt. Es ist ein himmelweiter Unterschied und ich finde es so gut, wenn ihr diese Cast-Demo spielt, kann ich euch versichern, ihr werdet süchtig werden. Ne, man kann die Knochenstruktur im Gesicht verändern, könnt ihr etwas breiteres Gesicht machen. Die Wangenknochen könnt ihr etwas prominenter machen. Das Kinn etwas hervorstehender oder ein bisschen reinmachen. Machen wir es mal so. Ne? Oder wenn ihr noch ein bisschen weiter rausgeht, könnt ihr halt auch, ne, Vorführeffekt, könnt ihr den Kopf breiter machen oder halt schmaler machen. So. Oder die Nasenflügel. Ihr könnt so viele Feinheiten bearbeiten, sind wirklich kaum Grenzen gesetzt. So, ja, mit dem Gesicht bin ich jetzt schon mal ganz zufrieden. Ne, ihr könnt auch bei allen Gesichtspartien vorgefertigte Formen nehmen, also vom Mund auch. Aber ich finde, der sieht schon sehr hübsch aus. Da lächelt sie. So, und dann können wir auch an den Körper gehen. Und da machen wir sie erstmal nackig, damit wir auch gut sehen können, was wir da machen. Ne, da könnt ihr halt auch jetzt mal grob einstellen, ob es fülliger sein soll. Oh. Oder muskulös. Oder Spindeldür. Oh, Bonza. Was nicht so schön ist, deshalb machen wir sie einfach mal. Haha, for Mo. Haha, Mousse! Sie soll schon wie eine Frau aussehen, ne? Sie soll schon Rundungen haben, finde ich. Ne, ihr könnt ja halt auch so eine Wespenteile machen, aber Leute, wer hat so eine Taille? Mhm. Ja, zeig mir diese Schlampe. Wer hat diese Taille? Dann machen sie eine Muckis, also die hätte schon fast Sixpack. So, und können wir auch die Beine so ein bisschen breiter machen. Die Oberschenkel. Oder hier das Becken so ein bisschen. Können ihre Schultern verbreitern oder sind sie ein bisschen schmaler. Dann können wir ihre Füßchen auch etwas ganz groß oder ganz klein. Wir machen jetzt mal eine gute 37, 38 Schuhgröße machen wir hier mal. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Liebe Männer, das ist doch ein Traum für euch. Oh Gott. Ja, hier so Goofy-Möpse. Nein, das sieht ja grausam aus. Machen wir ihr mal. Machen wir ihr so eine gute 75B. Ja. Also ihr seht, man kann so viel einstellen. Man kann auch am Pöppes, dicken J-Lo-Popo oder einen kleineren, feineren Popo. Man kann halt alles einstellen. Es sind keine Grenzen gesetzt. Ich finde das so toll. Man hat richtig Spaß. Augenfarbe, da war ich vorhin gar nicht dran. Obwohl ich die schon sehr schön finde. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Blau und dem Blau? Das ist ein bisschen dunkler, das ist ein bisschen heller. Das ist so ein Türkis. Das ist auch so schön. Ja, ich glaube, das lasse ich. Das sieht schön aus, das gefällt mir. Jetzt können wir sie noch schminken. Also ich finde wirklich für eine Demo ist so viel drin. Ich bin echt begeistert. Machen wir hier erstmal einen schlichten Eyeliner. Das reicht erstmal. Ein bisschen Lippenstift. Machen wir ihr Pink.
ist das ganz schön. Ein schönes Nude für den Sommer. So, und da die Ulla ganz, ganz doll friert, ziehen wir jetzt auch mal was Schönes an. Da haben wir auch richtig viel Auswahl. Also wir haben hier ganz viele Tops. Dann haben wir viele, viele Hosen. Und schöne Kleider. Da habe ich letztens schon so ein schönes Kleid gesehen. Das möchte ich hier unbedingt anziehen. Und zwar dieses in dieser Farbe. Das finde ich so schön. Oder nehmen wir das? Ich glaube, ich nehme das. Ich finde das so hübsch. Das ist so schön sommerlich. Jetzt wo die letzten Tage so ein Herbstwetter war, suche ich jetzt einfach mal ein schönes sommerliches Outfit raus. Dann kriegt sie noch Schuhe. Da haben wir auch eine hübsche Auswahl. Ja, Häschenpantoffeln, die könnte ich nicht. Das sieht doch süß aus. Nein, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, damit geht die Ulla nicht einkaufen. Dann haben wir hier auch so ein paar sommerliche Schuhe. Pink, nee, ich glaube, das beißt sich so ein bisschen. Nehmen wir so neutrale. Die ist ein schönes. Ja, dann können wir ihr halt auch Klamotten für den Abend aussuchen. Ziehen wir mal sowas an. Auch in Pink, weil Ulla steht einfach auf Pink. Dann kriegt sie mal die Schuhe verpasst von mir. Was haben wir dafür eine Auswahl an Farben? Ich finde übrigens, dass der Creative Style Modus, also dass man Farben einstellen muss, überhaupt nicht zwingend nötig ist. Ich finde, die Farben, die hier angeboten werden, reichen völlig, also jedenfalls mir reichen die völlig aus. Der Creative Style Modus war mir sowieso immer so ein bisschen lästig. Ich habe relativ wenig verändert an den Klamotten immer. So, damit die Ulla auch joggen gehen kann, suchen wir jetzt mal so ein schönes Sportoutfit raus. Da ist auch schon ein Tanktop gar nicht so schlecht. Nehmen wir natürlich auch in ihrer Lieblingsfarbe. Und eine Hose. Und natürlich Jogging-Schuhe. Ja. Damit bin ich zufrieden. Nehmen wir ihr mal die Accessoires weg. Ne, man könnte ihr jetzt auch Accessoires geben, wie ein Armband, wenn sie das gerne tragen möchte. Oder noch Schocken, Socken. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Jetzt geben wir ihr was zum Schlummern, damit die Ulla auch was Schönes fürs Bettchen hat. So ein Overall. Ach, der Overall, der ist ja süß. Der, den hatte ich eben noch gar nicht auf dem Schirm. Der ist echt, der ist ja knuffig. Aber ich glaube, das Gelbe, das sieht irgendwie, das sieht niedlich aus. Oh, das ist schön. Jetzt kriegt sie die Häschenpantoffeln. Ist sie auch ein Pink? Ja, in so ein großer. Oh. Ja. Damit kann sie sicher gut schlafen. Jetzt noch, ich weiß gar nicht, was der Unterschied da zwischen Ausgehkleidung und Abendkleidung ist. Ist ja im Prinzip dasselbe, aber whatever. Ziehen wir auch was zum Ausgehen an. Noch zur Auswahl. Lieber das. Ach, könnte ich doch euch mal fragen, aber wir sind ja leider nicht live. Ihr könnt mir das hinterher später in den Kommentaren verraten, was jetzt besser aussieht. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier. Und natürlich wieder passende Schuhe. Weil ohne passende Schuhe ist ja ein Outfit natürlich total für ein Popo. Können wir jetzt auch... Oh Gott. Kim Kardashian. Scheiße. So. Die Schuhe finde ich ganz schön. Was haben wir da? Farben. Ja, auch wieder so ein neutrales. Ja. Ja. Und jetzt ist sie schon mit den Kleidungsstücken ausgerüstet. Ja, ich finde doch, sie ist sehr hübsch. Ah, wir könnten noch ein bisschen mehr Make-up machen, fällt mir gerade auf. Sie braucht noch ein bisschen Rouge. Ein bisschen was auf die Wangen. Eyeliner haben wir auch noch.
mich und ein bisschen was auf den Wangen. Das sieht schön frisch aus. Und jetzt braucht die Ulla noch eine Persönlichkeit. Und da gehen wir jetzt mal auf die Bestreben. Oder warte, nee, suchen erstmal eine Stimme aus. Queen Berenginio. Klingt er süß? Finais Gunhill. Schlof Vigila. Ja, die Stimme passt. Und sie braucht natürlich noch eine Gangart. Da haben wir die Auswahl zwischen selbstbewusstem Gang. Hochnäsiger Gang. Stolzer Gang. Berliner Gang. Ja, ich glaube, den werde ich auch gleich nehmen. Und das sieht schön aus. Aber wir haben auch noch den strammen Gang. Den trotteligen Gang. Auch sehr nice. Schleppender Gang. Und den federnden Gang. Hab ich auch noch nie von gehört. Federnden Gang. Ja. Aber wir suchen uns den femininen Gang. Bleib doch mal. Leute, wenn das sehen. Was würde Booster Nell dazu sagen? Drama, Baby, Drama. Die Handtasche muss lebendig sein. Die sie gar nicht dabei hat. Egal, so, ja, den femininen Gang haben wir, Häkchen, und jetzt wählen wir ein Bestreben aus. Und zwar haben wir die Auswahl zwischen Beliebtheit, Devianz, Essen, Familie, Glück, Kreativität, Liebe, Natur, Sportlich und Wissen. Ach, die Ulla, die ist so eine, die ist sehr romantisch und deshalb suchen wir ihr mal Liebe aus. Da können wir dann jetzt den Zweig Seelenverwandte. Dieser Sim möchte die große Liebe finden und mit ihr ein erfülltes Leben verbringen. Oder positive Romantikerin. Dieser Sim möchte sich ins Getümmel stürzen und zur Verabredung mit allen möglichen interessanten Leuten gehen. Ja, ich glaube, die Ulla, die ist so eine wilde Sau, die nimmt erstmal, ne? Ihr versteht schon. Dann suchen wir ihr Merkmale aus. Und da ist sie natürlich romantisch. Kiss amoy! Und da finde ich die Animation einfach total süß. Sie ist sehr fröhlich. Oh, Shufflet, Shufflet! Shufflet, Shufflet, ne? Habt ihr verstanden? Und eine Spinnerin ist sie natürlich auch. Chima Numa! Chima Numa! Alles verstanden. So, jetzt können wir ihr ein Hobby aussuchen. Da ist sie eine Musikliebhaberin. Da haben wir noch Bücherwurm, Geek, also quasi Nerd, Genießerin, Kunstliebhaberin und Perfektionistin. Aber Musikliebhaberin passt. Dann haben wir Chaotin, ehrgeizig, faul, kindisch, liebt die Natur, materialistisch, ordentlich. Snob, das widerspricht der Spinnerin, deshalb kann man das nicht mehr aussuchen. Tollpatschig, Vielfraß und wahnsinnig. Die Ulla ist tollpatschig. So ein bisschen wie ich auch. Dann haben wir hier noch die Merkmale Bro, böse, Einzelgängerin, familienbewusst, gemein, gesellig, gut, mag keine Kinder und sprunghaft. Ich würde sagen, sie ist gut. Diese Sims sind zufrieden im Gegensatz anderer Sims mit positiven Stimmungen, können für einen guten Zweck spenden, werden traurig, wenn sie mit bösen Sims interagieren und können über Weltfrieden reden. Ja, es schlägt sich dann halt auch alles auf die Emotionen nieder, ne? Ihr wisst schon, Emotion-Based Emotions, wie uns die liebe Rachel das beigebracht hat. Ja, und da sind wir im Prinzip schon fertig und können dann quasi unseren Haushalt speichern. Das ist dann die liebe Ulla. Können uns dann quasi ein Profilbild aussuchen. Das sieht doch sehr freundlich aus. Und dann können wir eine Beschreibung eingeben. Annika kann heute nicht mehr schreiben, ist ein langer Tag gewesen. So. Mit Zwinker-Smiley, wie süß, süß. Dann speichern wir sie ab.
und können sie auch in der Galerie hochladen. In der ominösen Galerie sind so viele Sims mittlerweile gespeichert. Unzählig. Also ich habe natürlich auch eine eigene Bibliothek. Ich habe schon einige Sims erstellt. Auch die liebe Ella the Bee. Die kann ich euch auch mal schnell zeigen. So. Liebe Ella, das ist dein Sim. Die Sims, die ihr in der Galerie speichert, was ich ganz toll finde, könnt ihr übrigens auch in das Spiel, was dann im September rauskommt, runterladen. Also das geht nicht verloren. Ihr könnt jetzt die Sims erstellen in der Demo und in der Galerie speichern und ladet sie euch dann ganz einfach runter und habt sie dann im Spiel. Also wenn ihr die Ella the Bee gerne in eurem Spiel haben möchtet, ladet sie einfach runter. Ja, und dann würde ich sagen, war's das. Ich hoffe, ihr habt so einen relativ guten Überblick bekommen. Wie gesagt, ich wollte euch nicht alles zeigen, um euch nicht den ganzen Spaß zu verderben, weil ihr wollt ja auch noch einiges entdecken. Und es gibt wirklich viel zu entdecken in der Demo. Also man wird echt süchtig, kann ich euch versprechen. Und man möchte am liebsten, wenn man den Sim erstellt hat, dann auf Play gehen und dann direkt ins ganze Spiel einsteigen. Aber das geht leider erst am 4. September, wenn die Sims 4 offiziell in den Handel kommt. Und ja, ich freue mich sehr auf das Spiel. Also ich finde es grafisch der Hammer, obwohl Grafik natürlich nicht alles zählt. Ne? Ich finde es einfach toll. Es ist super toll gemacht. Die Entwickler haben sich richtig viele Gedanken gemacht. Aha. Es ist so detailreich und witzig und bunt. Es ist wirklich kein Vergleich mit den Vorgängern Sims 2 oder Sims 3. Auch wenn Sims 2 mein Lieblingsspiel war, einer meiner Lieblingsteile. Und auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber es ist einfach kein Unterschied. Doch, es ist ein Unterschied, es ist ein sehr großer Unterschied, einfach wie die Sims 4 aufgebaut ist und wie das alles dargestellt ist und das Grafische, wie es designt ist. Ich finde es einfach klasse, ich bin richtig begeistert und erstelle fleißig Sims und es macht so viel Spaß, ich kann es euch versprechen. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß, wenn ihr die Demo dann selber in die Finger kriegt und sie wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Okay. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß, wenn ihr das spielen dürft. Ja. Und jetzt noch einen schönen Abend und ich verabschiede mich mit dem trotteligen Gang. Tschüss.